Guten Abend. Ich wollte eigentlich damit warten, aber ich habe es gestern gelesen. Ich muss das heute machen. Vielen Dank für die Idee. Deshalb habe ich mir in einer viel zu kleinen Schüssel erstmal einen Teig gemacht, der richtig schön klumpig geworden ist, weil ich nicht richtig rühren konnte. Den habe ich dann nochmal zur Seite gestellt und habe gehofft, dass es besser wird zum Ziehen. Es wurde nicht besser. Habe dann aber Brote gemacht mit Salami und Salat und Spieße mit Eifrikadelle und Senf. Also das jetzt gerade ist alles für meinen Freund. Danach ging es dann auch weiter mit den Pancakes, mein persönliches Highlight. Einfach nur wegen der Pfanne, weil die so süß ist und klein. Und dann habe ich die da halt reingemacht und konnte die dann rausfischen. Das war ziemlich schwierig, weil der Pfannenwender fast gar nicht mehr mit reingepasst hat, weil die Pfanne ja so klein ist. Und ich glaube, insgesamt waren das dann, lass mich lügen, ich glaube 7 Stück waren das. Ja, 7. Und die sind eigentlich ganz gut darin geworden. Also ich war echt zufrieden und ich habe die dann mit Nutella beschmiert. Keine Sorge, es ist mehr drauf, als man in den Videos sieht. Also zumindest jetzt in der Frequenz. Ich habe da noch mehr drauf getan. Und da habe ich so kleine Türmchen mit denen gemacht. Wow, 4-stöckig. Und dann kam dann noch Mittagessen. Das hier ist... Partysuppe! Dann kam noch ein bisschen was für die Figur. Das sind so Brezelstückchen. Und das ist das fertige Essen für meinen Freund. Wer jetzt gut aufgepasst hat, hat gesehen, dass ich 2 Sachen nicht mitgefilmt habe. Hups. Und mein Essen hatte ich in der Zeit auch gemacht. Hier kommt es, tada. Und dann habe ich mir noch Studentenfutter eingepackt, weil ich ein Student bin. Und ja, das ist das fertige Essen. Ich nehme nur eine mit, weil ich dann dort Mittag esse. Und die stelle ich jetzt auch in meine Insta-Story. Ihr könnt ja mal vorbeigucken. Ich versuche das gerade so ein bisschen aufzubauen. Würde mich freuen. Tschüss.